Ich bin Eduard Kessel, geboren in Rumänien. Seit 1991 wohne ich in Westerwald und seit dann arbeite ich auch bei der Firma Abus. Mein Vater ist ja auch Werkzeugmacher und das ist ja nichts, kein Beruf, der sich so vererbt. Aber dadurch, dass wir dann zu Hause, wenn er was so gearbeitet hat, er hat auch nebenbei noch so Dachrinnen gemacht und da haben wir als Kinder geholfen. So, und dann eignet man sich so manches an und das macht halt Spaß. Ich sag mal so, Metall ist für mich immer ein Material, was ich verarbeiten kann und kann man gut schrauben, schweißen, biegen, schleifen und verformen so. Und da habe ich einen Draht so. Das mache ich mit Leidenschaft. Also wenn man Werkzeugmacher von früher, sag ich mal, vergleichen sollte, so, dann muss ich sagen, früher haben wir alles gefeilt, angepasst. Das war alles manuell gemacht. Heute hat man die Maschinen, heute viel genauer. Das passt, das ist ganz was anderes. Das ist ein großer Unterschied. So, stabil, gehärteter Stahl, gut. Fühlt sich schon gut an. Nicht nur, dass es gut ist, es fühlt sich schon gut an auch so. Das ist ja das Erste, was man dann, wenn man so vorbeigeht, was hängt für ein Schloss. Was für Marken sind das? Weil hauptsächlich sieht man dann Abus, Abus, Abus auf den meisten Fahrrädern so. Ganz alte habe ich auch schon gefunden. Qualität, die immer noch funktioniert. Dann sagt man, bei der Firma arbeite ich. Das macht einen auch stolz.